herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Montagmorgen, den 22. August. Mein LKW läuft wieder, beziehungsweise Dreieckslenker wurden ja getauscht. Einer war sowieso defekt. Jetzt habe ich Verstärkte drin. Mal gucken, was das bringt. Heute Morgen fahre ich zunächst nach Ludwigshafen zur Liebherr. Dort lade ich einen 934 und der geht nach Wilgartswiesen bei Landau irgendwo direkt auf die B10. Also sie ist weitaus besser, wie es von hier aussieht. Hier hoch, fahre hier vorwärts rein, links, so weit, bis ich mit meinem Heck von der Straße bin. Na komm. Das Gute ist, was wir, ob man das sehen kann, da oben, an dem, da wo der PKW fährt jetzt, da ist ein großer Wendeplatz, da kann ich dann später drehen. Läuft, ja, läuft. So. Wie gesagt, jetzt fahre ich hier hinten hier rein, so weit, bis mein Heck von der Straße ist. Vielleicht lasse ich es auch ein Stückchen rausgucken. Hier auf dem Schotter ab. Das sollte alles so wunderbar gehen. In Wilgartswiesen oder kurz nach Wilgartswiesen, eher schon Hauenstein. Baustelle sehen wir gleich nochmal. Hier sind Gasleitungen. Ich vermute, die werden da weitergebaut. Irgendwelche Gaspipelines. Ist ja hochaktuell im Moment. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich komisch über die Kuppe da hinten drüber. Wenn nicht drehe ich hier. Obwohl, sollte passen, so arg steil ist er nicht. Zur Not hebe ich mein Bobbes bis hier hoch und dann passt es sowieso. Ich fahre jetzt von hier aus weiter rüber nach Landstuhl zur Liebherr, lade dort ein A29, das neue Gerät, packe ich es. Steht da der Bagger. Augenblick. Nach vorne strecken wir die gelben Arme in die Luft. Zwei davon müssen weiß sein. Ah, da steht schon davon. Einen von den beiden weißen Radbaggern lade ich jetzt. Thank you.
in den Hof reinfahren, ich werde draußen stehen bleiben. Habe ich das letzte Mal auch gemacht, wenn hier keiner parkt. Wäre leer, egal. Ich packe hier an der Seite. Hier um 180 Grad rum. Und dann gleich die erste Einfahrt in die Baustelle rein. In die Kaserne rein. Haben sie jetzt weggemacht.
halb voll. Ah, gut, es tut mir leid, aber mir gehen die Akkus aus. Ich habe vergessen zu laden. Ich werde immer mehr Profi. Den Bagger habe ich schon vorgeholt, habe den Anbauverdichter dran. Ach, Anbauverdichter. Alter, ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Steht hier der Bagger. Hab die Rüdelplatte habe ich schon drauf. So. Alter Schwede. Filmen wir mal, was geht, wenn sie gleich ausgeht. Hier wieder raus. Da draußen ist es Gott sei Dank vierspurig. Muss dann gucken, dass ich gleich wieder Richtung Autobahn komme. Schauen wir mal. Nicht mehr wie schief gehen. Ja, die Einfahrt ist etwas schmaler. Warum man jetzt diese Einfahrt nimmt, keine Ahnung. Die ganze Zeit konnte man rechts das Tor hinaus. Okay. Ja, dann schalt doch auch. Thank you.
fest gemacht. Den ich gestern Abend geladen hatte. Fahr nur, Alter, vor Schönheit. Sag, fahr nur, Alter, vor Schönheit. Wie älter war, lieber? Ich? Bin älter, ja. Danke. Du war jetzt 40, aber du bist über 40. Ich hab über 40, ja genau. Radbagger habe ich im Hof drüben abgeladen vor unserer Werkstatt. Und habe dann gleich aus der Werkstatt unseren R934, der zur Wartung da war, den habe ich jetzt geladen. Damit fahre ich nach Weilerbach ins US-Hospital. Dann ist dort erstmal eine Sicherheitsunterweisung. Ich war mittlerweile in Landstuhl bei Lieber, habe unser 936 geladen. Dann geht es rüber nach Sembach, wenn ich hier irgendwann mal rauskomme. Unser Lagerplatz. Leer gemacht, bin mittlerweile in Kaiserslautern Siegelbach. Da setze ich jetzt schnell einen Bagger um für den Kunden. Sind nur 50 Meter von der einen Baustelle, sind nur 500 Meter so. Von der einen Baustelle weiter auf die nächste. Bergab mit mir. Gucke, daneben war Mauer. Passt. Ach, vielleicht kann man den Bagger hier laden. Ja. Ich fahre den einfach hier quer rüber. So mache ich das. Der wurde heute Morgen, weiß nicht, ob das unser Fehler war, ist mir aber auch relativ egal. Der heute Morgen bis 9 Uhr sollte ein Bagger in Kaiserslautern auf dem Pfaffgelände stehen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt doch zur Liebherr, wieder nach Landstuhl. Dort steht ein A918 Mobilbagger.
der Bagger steht hier. Ich habe auf der Nummer, die ich habe, angerufen. Meine Fernbedienung hier. Habe erfolgreich niemanden erreicht. Aber auf den AB gesprochen, jetzt. Weiter nach Landstuhl, hol dort unseren Hitachi-Bagger. So, mal gucken, wie ich das jetzt mache.
Baustelle sehen. So, Dienstagabend, 16:40 Uhr. War die fünfte Ladung für heute. Wenn ich heute Abend beim Abendessen genauso viele Ladungen schaffe. Beenden jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Warum sage ich eigentlich immer wieder? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen.